Music Store Simulator. Gibt sogar auf Deutsch. Geil. Guten Morgen. Wie geht es dir, Lirie? Also, wir gehen einfach mal rein, oder? Wir probieren es einfach mal aus. Ich habe in den Einstellungen schon gesehen, man kann sogar den Realismus verändern in dem Spiel. Die Trocknungsgeschwindigkeit der Farben und von Klebstoffen, die Liefergeschwindigkeit und die Schwelle für automatische Lackierung. Ich bin gespannt, ob das auch alles passt. Für mich Ungeduldige. Ne? Oh, Lanari GZ. Oh, Liriel, Prost. Also, Music Store Simulator Prolog, herzlich willkommen und damit ein neues Spiel. Name des Studios. Alex, moin. Na, alles klar. Name des Studios, warte mal. Der Karl-Heinz-Store, ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Der Karl-Heinz-Store. Ich brauche was Geiles. Auch wenn es nur so eine Demo ist, aber ich brauche was Geiles. Oh, wir können uns unseren Standort aussuchen. Wo wollen wir denn auch dann sein? Und wir können sogar die Stadt aussuchen. Warte mal, ich mache mal Deutschland. Mal gucken, was kommt. Berlin, Hamburg, Leipzig geht nur. Oder wir suchen uns ein anderes Land aus. Ne? Das geht natürlich auch. Der Hessengesang, Miki, das ist wunderbar. Das hört sich auch gut an. Die Zocke-Queen statt Rocke-Queen. Sehr gut. Miki, wie geht's dir? Der Hessengesang, ja. Wollen wir uns ein anderes Land aussuchen oder wollen wir mit Deutschland bleiben? Ich protestiere es viel Frankfurt. Ich weiß, ich kann sowas ja gar nicht nachvollziehen. Warum nur Berlin, Hamburg und Leipzig? Da ist ja auch nicht München dabei, weißt du? Das sind so die Mega-Hauptstädte. Und was ist hier los? Popotröte GmbH. Lanari, der ist gut. Der ist gut, den nehme ich. Die Popotröte GmbH. Köln fehlt auch. Ja, furchtbar. Also wir können uns auch ein anderes Land aussuchen. Ich kenne mich halt nur nicht aus mit den ganzen Ländern. Wir können auch Engländer sein. Oder Italiener. Was ist denn in Italien? Da gibt es auch noch Catania, Mailand und Rom. GmbH passt aber zu Deutschland. Das stimmt auch wieder. Oder wir müssen machen Popotröten-Store. Der Popotröten-Store. Können wir ja auch machen. Kann ich das noch ändern? Ah ja, kann ich noch. Hab schon gedacht. Der Popotröten-Store. Ne? Okay, pass auf. Dann machen wir es so. Dann sind wir jetzt in Deutschland. Oh, Kuba gibt es sogar hier. Österreich. Oh, was ist denn in Österreich? Was gibt es denn da für Städte? Salzburg und Wien gibt es da nur. Was ist da? USA. Aha, guck mal hier. Was war? Rafi, hau alles raus. Was? Da, guck mal hier. Warum ist in den USA so viele Städte und bei uns nicht? Ich fühl mich ein bisschen gedisst von dem Spiel. Müssen wir jetzt Berlin auswählen oder was? Voll in dein Gesicht. Du bist für Spanien. Warte mal. Ist Spanien überhaupt doch da? Spanien gibt's. Oh, da gibt's Barcelona, Ibiza. Ibiza, auch geil. Madrid, Valencia. Ibiza. Mal nach Ibiza gehen. Auch geil. Und das Logo gefällt mir auch schon sehr gut. Das schön als Tattoo auf dem Rücken, geil. Ja, das ist schon geil. Der Popotröten-Store. Auch geil. Aha. Aha, mehr gibt's nicht, oder was? Gell, Ibiza passt für uns. Finde ich auch. So, Leitfaden aktivieren. Ich weiß nicht, ich stehe total auf die Flügel. Aber ich finde die ganzen Logos eigentlich ja nicht schlecht, ne?
Aber wir bleiben bei den Flügeln, komm. Da fehlt Malle oder findet sich das unter Deutschland? Ja, ich glaube, das gibt's, das ist in Deutschland, Liriel. Ja, Malle wäre besser, aber Ibiza kann man ja auch fangen. So sieht's aus. Komm, dann starten wir mal rein. Und dann gucken wir mal. Wäre jetzt saulustig, wenn die zu den ganzen... Der Popotröten-Store. Nein! Wenn die dann auch die Außenansicht wechseln würden. Sieht es aus wie Ibiza? Könnte auch Frankfurt sein, gell? Okay, dann sind wir drin. Schau nach rechts, es gibt eine neue Benachrichtigung. Drücken Sie N, um die Benachrichtigungsansicht zu öffnen, die Sie über neue Bestellungen, Warenlieferungen und vieles mehr informiert. N. Neue E-Mail. Ja. Ach so, das ist nur eine Benachrichtigung. Also, eine neue E-Mail ist eingetroffen, somit eine neue Bestellung eines Kunden. Gehen Sie also nach oben und aktivieren Sie Ihren Büro-PC. Ja, ich möchte mich erstmal umschauen. Wir haben ein unglaublich geiles Studio, muss ich sagen. Also, so ein Wohnhaus ist schon geil, aber so ein Store zu haben ist schon mal geil. Stellt euch vor, ihr seid jetzt hier Kunde, ihr geht in den Popotröten-Store. Stell dir jetzt vor, das ginge MP und jeder könnte deinen Store sehen. Oh, das wäre so geil. Genau, also stellt euch jetzt einfach vor, ihr geht hier in den Store rein und steht schon mal da und denkt euch, Alter. Alter. Und dann könnt ihr euch hier hinsetzen. Und dann sind hier bestimmt auch noch Waren drin. Siehst du, hier kann ich an den Werkbänken arbeiten. Hier sind Dingsbumse drin. Hier ist auch nochmal eine Werkbank. Was ist das? Zu Lager 1. Siehst du, da geht's ins Lager. Und jetzt müssen wir hoch. Alter, guckt euch mal die Treppe an. Huch! Guckt euch mal die Treppe an. Also designtechnisch geil, ne? Leute denken eher, was ist denn das für eine Tante? Ich wollte schon immer in einen Popo töten. So. Ja, und den gibt's nur bei uns in Ibiza. Einfach unbedingt. Exklusiv. Guck mal hier, dann kannst du hier oben auch noch sitzen. Oh, ist das ein geiles Haus. Also hier könnte ich wohnen. Hier könnte ich ganz klar wohnen. Und das ist mein Büro? Okay, da gibt es auch schlechtere Büros, muss ich ganz klar sagen. Muss ich ganz klar sagen. Oder? Stell dir mal vor, das ist euer Büro. Das ist schon geil. Irgendwas habe ich falsch gemacht im Leben. Was ohne Witz, das Gebäude als Wohnung würde mir gefallen. Jetzt, ich sag ja auch, Andreas, mir geht's genauso. Voll schick, gell? Oh, da ist ein Tonstudio drin. Okay, und da ist ein Proberaum drin. Oh Gott. Okay, das Spiel ist anscheinend nicht einfach nur reparieren oder keine Ahnung was, sondern ja, lässt sich aushalten, gell? Voll schick, ja. Finde ich auch. Hammer. Du kannst deinen PC verwenden. Um das Studio zu verwalten. Hammer. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Die E-Mail-Anwendung empfängt alle Bestellungen ihrer Kunden. Ein Auftrag kann sein, ein einzelnes Instrument, mehrere Instrumente, VIP. Instrument reparieren. Sie können eine Bestellung annehmen oder ablehnen. Wenn Sie sich weigern, verlieren Sie natürlich den Kunden. Das machen wir nicht. Der Kunde ist König. Links klicken, um die E-Mail zu öffnen. Wählen Sie eine E-Mail aus zu lesen. Wählen Sie aus, ob Sie Bestellung annehmen, ablehnen. Alles klar. Ist das geil. Ist das geil. E-Mail. Von Matteo Molina. Ei, gute Morsche, Uschi. Na, alles klar. Vom Auftakt erinnert mich das an den PC-Building-Simulator. Mich auch. Ich wollte es nicht sagen, Andreas, aber ja, mich auch. Wo machen die ihr Geschäft, wenn sie müssen? Ach so, ja genau. Was bist denn du für ein heißes Kanälchen hier? Was ist denn hier los? Matteo Molina. Guck mal, der schickt sogar sein Foto. Der will sich vorstellen. Er will ein Vorstellungsgespräch. Also, Spanien, Ibiza, da wohne mir. Gell? Was ist hier 55%? Ist ja genug glücklich. Ja, guck, der lacht auch nicht. Also, E-Gitarre. E-Gitarre. Was soll ich denn damit machen? Einzelauftrag. Was willst du dann haben? Eine E-Gitarre.
Gut, dass ich mich so toll mit Instrumente auskenne. Was eine E-Gitarre ist, weiß ich Gott sei Dank. Ja. Frank, viel Spaß im Lörg. Ach so, und stoß nochmal mit dir an, sonst geht's arbeiten so schlecht. Klong. Gibt ein Ome. Was ist denn das? Jeder Kunde hat unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf den Preis und die Qualität des Instruments sowie die Einhaltung der Frist. Deswegen solltest du dem relevantesten Aspekt Vorrang geben, um die Erwartungen deiner Kunden zu erfüllen, denke ich mal, steht dann da. Also das heißt, am relevantesten und der erste Aspekt, den der Matteo hat, ist das Geld. Also er möchte nicht so viel ausgeben wahrscheinlich, oder? Würde ich dann mal sagen. Er möchte eine E-Gitarre in deckend matt Weinrot, metallische Veredelungen Stahl, Kunststoffveredelungen Weinrot, am 4.3. geliefert. Und dann muss ich jetzt gucken, was ich auf Lager habe wahrscheinlich, ne? So, ich gehe dann mal arbeiten. Ach, du heilige Strohsack Grottenolm. Lass die Hose aber weg. Denk dran. Wie ist jetzt ausgezogen? Dankeschön. Lass dich nicht ärgern. Und auch Shark. Klung. Also so würde ich es jetzt sagen. Preis? Was ist denn das eigentlich für ein Zeichen hier? Ist das die Qualität? Und das ist, ja, das müsste die Qualität sein, ne? Also Preis, Quali und geplante Lieferung. Aber Preis ist immer am wichtigsten. So würde ich sagen. Das heißt, 2,4 Qualität. Aber er hat, gut, heute ist der 1.3. und er will es zum 4.3. haben. Ich glaube, ich hoffe jedenfalls, das Tutorial wird mir sagen, was ich... Ach du Scheiße, muss ich das zusammenbauen? Das Tutorial wird mir sagen, was ich machen muss, hoffe ich hier. Da gehe ich mit dir d'accord. Wunderbar. Wunderbar, Andreas. Ja. D'accord. So, ach du Heiliger. Oh Gott, ich kenne mich aber nicht damit aus, ne? Aber es ist wirklich wieder PC-Building-Simulator. Wir müssen also jetzt alle möglichen Teile kaufen. Teile sind auch auf Lager teilweise. Oh Gott. Also ich gehe mal auf Auftrag annehmen. Ne? Wir müssen zum 4.3. fertig sein. Der Auftrag wurde erfolgreich aktiviert. Das Projekt wurde in einem Regalfach im Produktionsraum platziert und kann bearbeitet werden. Öffnen Sie nun die Market-Anwendung. Klicken Sie auf das Projekt, das Sie gerade akzeptiert haben und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile in Ihrem Lager haben. Marktanwendung. Mit der Marktanwendung können Sie alle Teile oder Werkzeuge kaufen, die Sie möglicherweise benötigen. Sie können nach Kategorie oder nach aktiven Bestellungen suchen. Für jede Bestellung wird die Liste der benötigten Teile angezeigt, um zu prüfen, ob etwas im Lager nicht verfügbar ist. Wir gucken einfach mal. Wählen Sie das zu kaufende Teil aus. Wählen Sie zwischen normaler oder schneller Lieferung. Die Schnelllieferung dauert nur 2 Stunden, um die Waren im Lager zu haben, ist aber 30% teurer. Legen Sie fest, wie viele Teile Sie kaufen möchten. Der Kauf von mehr Teilen ermöglicht Rabatte. Klicken Sie auf die Schaltfläche kaufen. Ja, und wenn ich auf normal gehe, wie lange dauert es dann? Hier steht ja nur, die Schnelllieferung dauert 2 Stunden. Aber heute ist der 1. und er muss zum 4. ausgeliefert werden, also können wir wahrscheinlich normale Bestellung machen. Kommt dann wahrscheinlich wie beim PC-Building-Simulator am nächsten Tag. Ich muss jetzt leider los, wollte nur kurz vorbeischauen. Wessner, dann hab einen wunderschönen Tag und bis Donnerstag. Ja, ich denke auch. Ich denke auch, Andreas, gell? Okay, jetzt gehen wir auf Markt. Warte mal, wo ist er? Markt. Markt und Teile und Zubehör. Okay, wir haben diesen Auftrag und es gibt fehlende Teile, sagt er uns. Das ist schon mal gut zu wissen, dass das Spiel uns auch selber sagt. Ach, eine normale Lieferung dauert sogar 2 Tage. Dann müssen wir wahrscheinlich... Boah, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Heute ist der 1. Ich meine, wir müssen wahrscheinlich auch lackieren. Das dauert wahrscheinlich auch noch mal einen Tag. Dankeschön, Wissner. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir müssen halt auch noch lackieren. Der will ja ein Weinrotes haben. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert. Wie lange sowas dauert, ne? Okay.
Fehlende Teile. Alle Teile anzeigen, nur nicht verfügbare Teile anzeigen. Keine Teile auf Lager. Ich muss jetzt erstmal gucken, was das heißt. Davon haben wir zwei Teile auf Lager. Fehlende Teile. Instrumente. Zubehör. Nach Aufträgen, nach Kategorie. Ja, weil so weiß ich jetzt nicht, was ich brauche. Oder sehe ich es nur noch nicht? Benötigte Teile 1. Zusammengebaute Teile 0 von 1. Gut, dann brauche ich das ja nicht kaufen. Dann kann ich das ja mit Kastanien nehmen, ne? Ich habe Kastanien und Walnuss im Lager. Und Luro Peretro. Mist, Gude, wie geht's dir? Meinst du, also ich konnte in den Einstellungen sagen, wie lange sowas trocknen soll. Ich glaube, es hat schon was damit zu tun. Und guten Morgen, Alexander. Bei mir gar nicht. Bei mir knallt die Sonne. Nichts bewölkt. Nichts bewölkt. Und Mais. Zu kaufende Menge. Ich muss jetzt echt mal gucken. In diesem Feld kannst du die Menge wählen, die du kaufen möchtest. Je größer die Menge, desto größer dein Rabatt. Okay. Was ich wirklich brauche. Also ich würde jetzt sagen, eins davon brauche ich, steht hier. Also habe ich eigentlich genug Auswahl. So. Vom Hals brauche ich auch eins. Habe ich vier im Lager. Brauche ich also auch nicht. Von der Halsplatte brauche ich auch eins. Habe ich 20 im Lager. Vom Griffbrett brauche ich eins. Habe ich vier im Lager. Stegverstrebungen brauche ich 2, habe ich 40 im Lager. Metalllegierung habe ich 10 im Lager, brauche ich nur 1. Stegverstrebungen, Metalllegierung brauche ich 2, habe ich 2. Ne? Noch ein Steg brauche ich 1 Teil, Metalllegierung auch 1 auf Lager. Tonabnehmer brauche ich 2, habe ich auch auf Lager. Und Schlagbrett habe ich auch eins auf Lager. So, Kunststoff habe ich 5 auf Lager, brauche ich auch nur 1. Wahlplatte brauche ich auch nur 1, habe ich auch auf Lager. Dann haben wir hier einen Dreiwegschalter, habe ich auch 20 auf Lager. Ich habe doch alles auf Lager. Potentiometer habe ich auch auf Lager. Davon brauche ich 4 Teile, habe ich auf Lager. Abdeckplatte habe ich auch auf Lager. Gurtverbinder brauche ich 2, habe ich auf Lager. Aha, jetzt kommt's. Eine Ausgangsbuchse habe ich nur nicht auf Lager. 20 Grad? Ja, ich habe auch 20 Grad. Bisschen müde, aber sonst bei uns hat es sich gut abgekühlt. Mal ganz nett zur Abwechslung. Wie geht's dir und dem Branding? Ja, wunderbar, Mace. Wunderbar. Chefin, aber acht auf die Qualität. Ja. Ja. Aber die reicht. Die reicht. Heute gibt es angenehm mit 23 Grad, super für die Heuernte. Oh, das ist toll, Alexander. Die reicht. Jetzt ist halt nur die Frage, ob ich mir davon gleich... Wie viel Geld habe ich? 2500 ist mein Kontostand. Und wo sehe ich... Warte mal... Was es kostet? 18. 18 kostet es und bei 14 Stück kriege ich einen Mengenrabatt von 25 Euro. Ich würde ja am liebsten schon wieder einkaufen. Es ist mir ganz schlecht, was einzukaufen. Shoppen machen wir alle immer sehr gerne. Vor allem, wenn es nicht unser Geld ist. Och, Alexander, wie schön. Oh, ich würde auch so gerne mal wieder Fahrrad fahren. Mal gucken. Ich meine nur nicht, dass du dann das günstigste kaufst, dann hast du nur einen Stern. Ja, ja, richtig. Ja, ist aber gut, dass du es sagst. Ist aber gut, dass du es sagst. Ist auch genügend Platz im Lager? Das ist nämlich die Frage, ob ich dann nicht einfach jetzt zu viele kaufe. Ist auch Quatsch, ne? Soll ich erstmal einfach eins kaufen und dann gucken wir mal, wie es ausgeht. Und es kostet noch 5 Euro mehr, wenn wir die schnelle Lieferung machen. Müssen wir uns noch überlegen, was wir machen. Ja, es ist genug Platz im Lager, aber hier steht aber auch Regalfächer im Lager
eins klein. Wir haben ja da unten nur ein Regal. Gut, wir haben noch ein größeres Lager, da war ich noch nicht drin. Soll ich mal 5 kaufen? Nee, Alexander, habe ich schon nett. Habe ich schon nett, muss ich noch machen. Bei 5 Stück wären es 90 Euro plus 27 Euro, wenn es eine schnelle Lieferung gibt. So, vom Stimmschlüssel habe ich auch genug auf Lager. Von Bünde habe ich genug auf Lager. Ach so, ich muss ja nach der Komplettqualität gucken, ne, Leute. Habe ich ganz vergessen. Aber das passt. Also das könnte ich verwenden oder das könnte ich verwenden von der Qualität her. Siehst du, gut, dass du es sagst. Guck mal hier, das muss ich auch verwenden. Beziehungsweise, wenn ich das hier nehme und das, wird es auch wieder passen wahrscheinlich von den Sternen, ne? Ich kann einen Filter setzen. Ich kann einen Filter setzen? Wo siehst du Filter? Ja, bestellen muss ich sowieso. Und bei einer normalen Lieferung muss ich ja keine Versandkosten zahlen. Alle Teile anzeigen. Ja, nur nicht verfügbare Teile anzeigen. Ich muss aber nach der Qualität gucken. Da habe ich schon drauf gegeben. Ich muss aber nach, deswegen bin ich jetzt gerade hier und muss nach der Qualität gucken. Eigentlich müsste ich nämlich das hier bestellen, weil die Qualität ist zu wenig. Er hat zwar gesagt, ich soll nur auf eine Sache achten. Und das ist eher die, dass es rechtzeitig fertig wird. Ja, die Qualität war auf dem 3. Platz erst, ne? Die Qualität war ja erst auf dem 3. Platz. Nach Gesamtquali, ich denke auch. Also nicht, ich bestelle das jetzt nicht. Dann gucken wir mal hier, das sollte passen. Ich gucke aber trotzdem noch mal alles durch. Das passt auch. Das passt auch von der Qualität. Das passt auch von der Qualität. Das passt auch von der Qualität. Das passt auch. Das passt auch. Das passt auch. Das passt auch. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Ja, da kommen wir mit der Qualität, glaube ich, drüber. Das ist okay. Aber trotzdem interessant zu wissen, ne? Also, das passt auch. Genau, super. Dann haben wir hier die Metalllegierung. Das passt auch. Davon brauche ich 6 Teile und wir haben 20 auf Lager. Dann brauchen wir von der Bünde, brauchen wir 1. Aber das, denke ich, passt auch. Dann haben wir hier von 6 Seiten und dann haben wir bunte Markierungen, passt auch. Das ist auch in Ordnung, das ist auch in Ordnung. Benötigte Teile, Weinrot. Siehst du, sogar die Farbe haben wir am Start. Ja, dann ist doch alles in Ordnung. Und der Lack passt auch. So, super, alles klar. Nee, wir haben alles. Also wenn ein Teil 3 Sterne ist und ein Teil 2, hat es im Endeffekt 2,5. Denke ich auch, dass es dann so ist, ja. Ja, deswegen, das passt. Grundsätzlich wird er jetzt wahrscheinlich eine Gitarre bekommen mit 3 Sternen. Er will nur 2,5 ungefähr, aber er wird so eine 3-Sterne-Gitarre wahrscheinlich zusammenbekommen. Im Durchschnitt, denke ich mir mal. Okay, jetzt ist halt nur die Frage, ob wir auf normal gehen oder ob wir auf schnell gehen. Ich glaube, das Spiel lässt uns gar nicht. Das Spiel lässt uns gar nicht auf normal gehen. Es muss also schnell sein. Wir kaufen mal 5 Teile. Sind 117 Euro. Und dann gehe ich jetzt mal auf Kauf. Mal gucken, was passiert. Haben wir gemacht. Noch zu liefernde Teile. Großartig, schließen Sie den PC und gehen Sie die Treppe hinunter und Sie finden das neue Projekt im Regal. Ach schon. Na wunderbar. Saphira, moin! Na, alles klar? Oh, cool. Guck mal. Regale sind sowohl zum Lagern von Waren im Lager als auch zum Platzieren des Projekts beim Trocknen nützlich. Beide haben spezifische Aktionen zur Verfügung. Warenprojekte verschieben, Projekte aktivieren, zerstöre Waren und die Info-Info. Die Info-Info. Rechten klicken. Um das Radialmenü zu öffnen, bewegen Sie Ihre Maus, um die Option anzuzeigen, links klicken, außer zu bestätigen. Geil. Gehen Sie nun zum Regal und verschieben Sie das Projekt auf eine verfügbare Werkbank. Da haben Sie aber ein Schnuckelchen genommen, Matteo. Eh? Ja, super, Saphira, bei mir auch. Wer kennt sie nicht, die Info-Info? Abschluss der Trocknung. Oha.
So, auf eine Werkbank verschieben. Werkbank ist das wahrscheinlich, ne? Das ist ja geil gemacht. Wähle aus, womit der Arbeit aus dem Projekt begonnen werden soll. Du kannst nun an einer Werkbank mit geeigneter Größe an dem Projekt arbeiten. Hierhin verschieben. So. Verwenden Sie die Werkbänke, um die Instrumente für Ihre Kunden zu bauen. Es stehen mehrere Aktionen zur Verfügung. Projektinfo, beginne zu arbeiten, Projekt verschieben, Werkbankinfo. Sie können größere und bessere Werkbänke in der Marktend kaufen. Okay. Ist schon ein bisschen geil gemacht, ne? Musik mal wieder üblich, die Fahrstuhlmusik. Ja, die mir bestimmt wieder geclaimed wird. Beginnen Sie mit der Arbeit. Mit der Arbeit am Projekt beginnen. Projektdetails. Okay. Zusammenbau. Sie können den Teil auswählen, an dem Sie arbeiten möchten. Die verfügbaren Aktionen für jeden Part werden in der oberen Leiste angezeigt. Denken Sie daran, die Kamera zu bewegen, um die beste Ansicht für die aktuelle Aktivität einzustellen. In der oberen rechten Ecke finden Sie die Liste der nächsten Schritte. Klicken Sie, um den Kameradrehpunkt festzulegen. Okay, Kameradrehpunkt ändern. Eher um das Instrument zu drehen. Mhm. Scrollen. Okay. Korpus. Montage. Die Montage ist die häufigste Aktion und kann mehrere Aktivitäten umfassen. Lackierkonfiguration, Schraubenkonfiguration der Farben in Kunststoff und Metallteilen. Nachdem Sie die Anforderungen der Bestellung erfüllt haben, drücken Sie die Schaltfläche bestätigen. Kriegen wir hin. Kriegen wir doch hin, oder? Ausgangsqualität. Das ist zu wenig. Teil wählen. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Teile habe. Er will ja Weinrot haben, ne? Warum nehmen wir denn dann nicht gleich Kirschbaum? Das passt doch dann ganz gut, oder? Oder Mahagoni. Ich weiß nicht, Kirschbaum würde ich nehmen, glaube ich. Sieht dann bestimmt geil aus, oder? Und dann? Ach, ich soll Kastanien nehmen, oder was? Ach so, Entschuldigung. Kastanie, Loro oder Walnuss soll ich nehmen. Entschuldigung. Dann nehme ich Kastanie. Was steht denn dabei, was er möchte? Ja, ja, anscheinend. Also ich habe jetzt Kastanie mal genommen. Dann Lackierung. Deckend. Vorlage O2. Und dann in Weinrot. Achso, das muss ich dann wahrscheinlich hier auswählen. Rot, Verfügbarkeit 1. Oh Gott, muss ich das zusammenmischen? Das ist Weinrot. So sieht's dann aus. Ich finde das noch nicht so ganz weinrotig, ne? Ich hätte es ein bisschen dunkler gemacht. Weiß ich nicht. Genau, rechts steht das alles. Veredelung. Matt. Er will es in matt haben. So. Was passiert, wenn ich das mache? Nix. Okay. Also, dann habe ich das jetzt ausgewählt. Endqualität ist 2,5. Na, das passt doch ganz gut. So. Die ausgewählte Veredelung, die in der Lackierungsphase. Überprüfen Sie das orangen blinkende Menü. Um die Konfiguration richtig ein. Wenn Sie fertig sind, bestätigen Sie mit der Schaltfläche in der oberen Leiste. In einigen Fällen müssen Sie auch die Lackierung konfigurieren oder die Verschraubung vornehmen. Okay.
Ja, da würde ich sagen, dann passt das. In der oberen Leiste. Weinrotig, ja, richtig. Es ist alles immer weinrotig. So, pass auf. Markiere Teile zum Zusammenbauen. Zusammenbauen. Mhm. Der Hals. So, pass auf, jetzt geht's los. Jetzt kommt der Hals. Der will jetzt den Loro. Den da. Den will er haben. In Weinrot. Veredelung matt. Matt ist klar. In Weinrot. Rot. Weinrot. Das ist aber nur eine 2er-Endqualität. Finde ich auch nicht so gut. Aber geht nicht anders, ne? So, dann ist diese Phase auch abgeschlossen. Fokus ändern. Lackierung. Ah ja. Lackierung. Na, wir müssen erstmal den lackieren, oder? Lackierung. Das Malen hat 4 Ebenen, die Sie der Reihe nach abschließen müssen. Oh Gott. Bewegen und drehen Sie die Kamera, um die bessere Position einzustellen. Oder Farbton wird aufgetragen, stellen Sie an den Halber. Links klicken, um das zu bemalen. Detail auszuwählen. Malen Sie alle aktiven Elemente. Okay. Nee, lass uns erstmal den machen. Oh Gott, ich habe Angst. ich hab einfach nur Angst. Lackqualität hoch. Der Lack ist aufgebraucht. Du kannst diese Aktivität nicht fortsetzen. Okay, normale Lackqualität. Die Töne des Lacks werden während der Trocknungsphase sichtbar. Oh Gott, ich habe Angst. Kann ich jetzt loslegen, ja? Ich auch. Matze, juhu! Ach, so schlecht sieht's doch gar nicht aus. Es wird weinrotig, Leute. Ich finde das aber nicht so gut, was ich hier mache. Warte, F. Sehe ich aber auch nichts. Das schliert auf einmal. Das schliert. Das schliert, Leute. So, Rückseite natürlich auch noch. Guck mal, das schliert da oben, ne? Warte mal, sie stoß gleich mit dir an. So, jetzt noch mal drehen.
Wie kriege ich denn die Seiten? Das ist Zoomen. Ich müsste die... Kamera bewegen. Wie macht man denn die Saiten am besten, wenn er die Gitarre immer nur so dreht? Mache ich das richtig? Oder bleibt es seitlich so? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so richtig ist, was ich mache. Prozent. Das sieht doch wunderschön aus. Das musst du noch trocknen, danach sieht es bestimmt gut aus. Ja, das stimmt. Alles, was wir machen, ist toll, Alpha Hobby. Wir machen alles mit Liebe. Deswegen ist es immer geil. Aber trotzdem, das ist... Ist trotzdem nicht so da... Ich habe jetzt nur 98% gestrichen. 99? Hundert. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft, Leute. So. Und Matze. Klung. Gestern Nacht gab es ein Himmelsphänomen. Um 22 Uhr kam eine Feuerkugel vom Himmel. Ach du heiliger Strohsack, jetzt ist E.T. gelandet. Und was ist dann passiert? Nein! Jeder Lackiervorgang kann aus einer bis vier verschiedenen Farbschichten bestehen, sowie drei weitere für Aufkleber. Ich muss noch mal dreimal Dingsbumsen. Nein! Hör auf! Ist verglüht? Boah, sah aber bestimmt geil aus, oder? Sind wir alle nur noch Zombies? Nach Hause telefonieren. Veredelungsöl. Prozent erst. Warum? Also das mit dem seitlich, das ist ein bisschen doof gemacht. Aber ich glaube, vielleicht geht es ja nicht anders. Ne? Man weiß es nicht. 95%? Eine Feuerkugel. Warte. So, 97%. Ja, ja, ich versuche ja auch die Kamera zu drehen, aber es ist ein bisschen kompliziert. Ist ein bisschen kompliziert hier. Weil QE ist das hier. Entschuldigung. QE ist das hier. Also das. Und. Ja, gut, dann. Ja, okay. Oh Gott. 100. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Gibt Video auf Twitter? Oha. So.
Haben wir gemacht. Zweite Schicht. Veredelungsöl. Machen wir. Das muss aber wahrscheinlich hier... Es kommt jetzt hier drauf wahrscheinlich, oder? Ja. 97%. Hundert. Haben wir auch gemacht. So. Haben wir gemacht. Wir haben alles gemacht. So, und jetzt müssen wir warten. Müssen wir jetzt warten? Soll ich mal rausgehen? Ja, Trocknung. Das Projekt kann in einem freien Regal verschoben werden. Okay. Hierhin verschieben. Jetzt trocknet's. Das Sofa ermöglicht es, die Zeit zu beschleunigen, falls Sie keine Aktivität haben oder einfach nur eine Pause machen. Sie können sich ausruhen für 1-2 Stunden, bis die nächste Trocknung abgeschlossen ist. Okay. Guck, da ist es jetzt drin und trocknet. Ist schon irgendwie geil gemacht, ne? Abschluss der Trocknung, 1 Stunde 48. Schon irgendwie geil gemacht. Nur was mich noch so ein bisschen irritiert, er will ja nicht so viel ausgeben, denke ich mir. Aber was ist viel? Ja, Alpha Hobbit, ja. Der Popo-Dröten. Okay, warte. 1 Stunde, 2 Stunden bis zum nächsten Trocknungstimer. Das wollen wir machen. Oh, wir haben voll das geile Haus. Ich will hier drin wohnen. Vor allem will ich in meiner Mittagspause schlafen. So tired. Take a rest on the sofa. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Cool. Nachdem das Trocknen abgeschlossen ist, gehen Sie zum Regal und setzen Sie die Arbeit am Projekt wie zuvor angezeigt fort. So. Nächster Schritt, Halsplatte. Nehmen wir die aus Stahl, können wir nehmen. Zack. Schon irgendwie geil. Mal gucken, wie viel uns dieser Prolog gibt. Und der zeigt, aber es hat schon was von dem PC-Building-Simulator, nur wirklich Music Store. Es ist irgendwie geil. Er kriegt dann die erste Popo-Tröten-Gitarre. So sieht's aus, Rafi, ja. Der Store-Name macht mich echt fertig. Das braucht zum Verarbeiten. Okay. Dann haben wir das gemacht. Jetzt brauchen wir den Sattel. Dafür einmal drehen, bitte. Wo ist denn der Sattel? Was ist der Sattel? Diese ganzen Ausdrücke, die kenne ich nicht. Oh, warte mal, stopp. So sieht's aus. Dann wird immer gepopodrötet, Andreas. Es wird immer nur gepopodrötet. Ah, in dem Popodröten-Store wird immer gepopodrötet. So, das nehmen wir. Mehr kann ich damit auch nicht machen. Phase abschließen. So.
Und jetzt? Verklebung. Das Kleben ist eine der wichtigsten Tätigkeiten beim Instrumentenbau. Tatsächlich wirkt sich seine Qualität auf die gesamte Instrumentenqualität aus. Versuchen Sie also 100% der Klebefläche zu erreichen und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ihre Kunden werden es zu schätzen wissen. Ich mag ja Hausflipper, da kannst du Häuser komplett renovieren und neu einrichten und dann verkaufen, ja. Dann wirst du wahrscheinlich dir den zweiten Teil auch kaufen, Saphira, gell? Passend zum Namen, ja. Okay. Also, dann versuchen wir mal zu kleben. Der reicht auch. Verklebung. Jetzt geht's los, Leute. Loco! Haben wir gemacht? Haben wir gemacht. Oh Gott. Schraubzwingen. Es gibt verschiedene Arten von Klemmen und jede wird für ein bestimmtes Teil verwendet. Wie auch immer, ihre Konfiguration und Verwendung ist ziemlich ähnlich und wird durch die rote Umrandung geleitet. Die Dreier-Serien unterscheiden sich in der maximalen Betriebsstundenzahl. Blau ist maximal 50 Stunden, orange ist maximal 100 Stunden. Ach du heiliger Strohsack. Will ich das überhaupt wissen? Schraubzwingen. Klar. Positionierung. Ach so. Aha. Aha. Wobei ich fand Teil 2 grafisch irgendwie noch strange. Ich auch. Ich hoffe nur, dass die Handhabung der Werkzeuge im Hausflipper 2 ändern und wie in Teil 1 machen. Meistens muss dann ja schon so eine Änderung da sein, Saphira, ne? Hab die Demo gespielt, ist etwas schwierig. Du musst die ganze Zeit die Maus gedrückt halten. Okay. Ja. Es wird komplex, ja. Ganz schöner Aufwand, so eine Gitarre zusammenzubauen. Ja, denkt man gar nicht, ne? Ich habe auch gedacht, dass wir die gar nicht zusammenbauen, sondern irgendwo bestellen. Aber irgendeiner muss die ja zusammenbauen und anscheinend geht es immer noch nicht automatisch, sondern da gibt es wirklich Menschen, die machen das. Alles manuell. Echt krass, ne? So, Trocknung. Nachdem ein oder mehrere Teile verklebt wurden, brauchen sie einige Zeit, um richtig zu trocknen. Die Dauer der Trocknung hängt vom verwendeten Kleber und der Größe des Teils ab. Verwenden Sie die Karte, um ein verfügbares Regal für die trockenen Instrumente auszuwählen. Okay. Dann wird das wieder dahin geschoben. Wenn Sie während des Trocknens von Klebstoffen und Farben keine anderen Aktivitäten oder Projekte zu erledigen haben, können Sie die Zeit beschleunigen. Ja, das machen wir halt wieder. Dauert jetzt eine Stunde. Kann auch die KI übernehmen, das habe ich mir auch gerade schon gedacht. Oh. Hallo Frank, Gude! Wenn du dann das Game-Profi bist, kannst du mir eine Klampe bauen. Ja, wunderbar. Wunderbar, das mache ich dir. Ich baue die auch am Computer zusammen. Kann ich alles machen. Bei der Mucke müsste Nadine doch ihre Haare im Wind flattern lassen und die Arbeit genießen. Ja. Das Lager lagert alle Teile und Werkzeuge, die sie für die Instrumentenproduktion benötigen. Regale können angepasst werden, um ihre Anzahl und ihre Größe anzupassen. Alle Waren sind während der Montageaktivität auf den Werkbänken automatisch verfügbar. Mhm.
Inzwischen sind die von Ihnen bestellten Teile eingetroffen. Sie finden sie im Lager. Wechseln Sie, wann immer Sie möchten, zum Regal und setzen Sie die Arbeit am Projekt wie zuvor gezeigt fort. Können ja auch da mal reingehen. Wow. Oha. Viele Farben haben wir am Start. Und Platz im Lager haben wir auch noch. Cool. Hallo Jürgen, Gude, wie geht's dir? Entschuldigung. So. Schraubzwingen entfernen. Das wird erst richtig interessant, ey. So, Stegverstrebungen. Griffbrett, Bünde. Nächster Schritt ist Stegverstrebungen. Wo sind die? Ach, da hinten. Stegverstrebungen. So, Ausgangsqualität. Stahl. Nehmer. Muss ich das jetzt immer machen? Anscheinend, ne? Muss immer wieder klicken. Nächste Schritte Steg. Passt. Go. Warum soll ich jetzt das nehmen? Weil es so ist einfach, ne? So, was haben wir hier? Tonabnehmer haben wir auch noch. Was ist denn Bünde? Das ist da vorne jetzt wieder das Zeug, ne? Bünde. Ausgangsqualität. Zack. Ja, die machen das so detailliert, habe ich mir auch gerade gedacht. Das ist schon krass, was. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, ja. Das ist unglaublich detailliert gemacht. Ist Wahnsinn. Und ein guter Markt, wie geht's dir? Und eine Wille! Oder sieht nach einer Gitarre aus? Ja. Das muss ich, glaube ich, drehen. Ich versuche mich jedenfalls dran. Ich versuche mich dran. Wie geht's euch, Wille? Na? Wahrscheinlich die Kamera drehen. Ich bin immer zu faul, die Kamera zu drehen. Eine Ausgangsbuchse.
abgeschlossen. Stimmschlüssel. Bin gerade ein bisschen geflasht. Bin gerade ein bisschen geflasht. Ich glaube, es gibt viele Leute, die totale Musikfans sind und die das Spiel richtig geil finden würden. Oder? Alles gut und Selbsteste. Bei mir auch, Max. Dankeschön. Frag besser nicht. Oi. Na ja, gut, okay. Wie geht's uns? Nee, frag auch besser nicht. Frag uns besser auch nicht, Bille. Notgische Elend. Mir reicht es, an meinem eigenen Gitarre ständig was zu reparieren, braucht das nicht im Simulator, das glaube ich dir, Frank. Also wenn du wirklich viel auch Gitarre spielst, dann, dann ist es einfach so, das ist automatisch, ne? Da ist immer mal wieder was am Arbeiten, ja? Kannst du mal was von der Rottga spielen? Ja, ich würde gerne. Aber mir erlaubt man es nicht. Wird mir leider geclaimt, Max. Ich kann dir nur sagen, was hat denn da der Baba da? Der Flasch Grabber da, der Baba. Wo hat denn der Baba die Flasche? Der Baba hat der Grabber in der Tasche. Ne? Vor allem nach Konzerten, wenn man schön in die Teile schwitzt. Ach ja, ist es so, Frank, ja? Als ob du dich mit Gitarren auskennst, Mutti. Nee, kenn ich nicht. Gebe ich ganz klar zu, kenne ich nicht. Ich habe eine E-Gitarre, weil ich vor ein paar Jahren gedacht hatte, oh, schon geil. Aber es sich selber beizubringen, ist schon schwierig. Kann man machen, ist aber schwierig. Also ich habe mich jetzt letztens auch mit jemandem unterhalten, der hat auch Bassgitarre gelernt und er sagt selber, er kann jetzt Schlagzeug spielen, das hat er sich selbst beigebracht, aber bei Gitarre hat er jemanden gebraucht. Also das geht nicht nur rein durch YouTube-Videos. Ist schon, glaube ich, nicht schlecht, wenn du da jemanden hast, der dir da so ein bisschen, der so ein bisschen bei dir sitzt und dir was erklärt und so, ne? Deswegen habe ich es leider nicht lange gemacht. Obwohl ich schon ein bisschen spielen konnte, weil ich ja auch, ich höre halt eher Noten, als dass ich weiß, wie die Note heißt. Und ich konnte von, das ist mein Ziel ja eigentlich gewesen, von Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, konnte ich den Anfang langsam spielen. Also das konnte ich schon mal, ne? Ja. Hab gestern mal bei einem Gandalf gemurmelt, der ist ja total gechillt. Ach so, ihr redet miteinander, okay. Nicht schlecht Bass kaufen und auf einmal Schlagzeug können. Na, der hat halt beides gekauft, weil er hat sich so ein kleines Studio eingerichtet. Der spielt immer, der jammt so ein bisschen mit einem Kumpel oder mit seinen Kindern. Und war ganz süß. Ja, da hat er sich einfach mal beides beigebracht. Ja. Ich habe ja auch mal versucht, Gitarre zu lernen, aber ich habe nicht die Motivation dafür. Ich kann aber noch Keyboard, weil ich 6 Jahre in der Musikschule war. Ah, wunderbar. Ja, Keyboard ist doch auch nicht schlecht. Dann kannst du ja quasi Gitarre ja spielen. Ist doch toll. Aber ich kann halt nur Flöte, ne? Damit kannst du halt nichts anfangen. Ich habe Gitarre in der Musikschule anfangs gelernt, aber irgendwann dann keine Lust mehr gehabt. Ne? Obwohl Gitarre ist halt so ein geiles Instrument. Guck mal, du brauchst halt wirklich nur eine Gitarre und dann hat man eine mega Stimmung, ne? Ich habe als Kind Gitarre gelernt, die Gitarre habe ich sogar noch, aber spielen kann ich es nicht mehr. Oh, schade. Also kann man auch Gitarre verlernen, ja? Ja, ich kann nur pusten, ja. Habe immer nur für mich gespielt, ja. Also ich finde es mega, wenn man das kann.
Bin auch immer so ein bisschen neidisch. Muss ich sagen, wenn man es kann. Aber man ist ja selber schuld, ne? Dass man es nicht kann. Man kann sich's ja auch beibringen oder lernen, ne? Mit der Flöte kannst du bei einer Mittelalterband mitspielen, ja. Und jetzt halt im Musikverein macht mir auch mehr Spaß. Nächstes Wochenende gibt's wieder Sauftum im Verein. Geil. Ach, ich müsste auch in die Band. Aber dann wahrscheinlich als Sängerin, nicht als irgendwas anderes. Suche Bandmitglieder. Kann zwar kein Instrument, aber ich würde sagen, bis ich singen kann ich. Wer hat Bock? Ich gründe Band. Die Band heißt die Popodröten-Band. Ich mach die Popodröten-Band auf, Leute. Als Maskottchen der hessische Funkturm. Ja, wunderbar. Ich mach die Popodröten-Band auf. Mal gucken, wer Bock hat. Steffen und die Popodröten. Klingt nicht schlecht für eine Punkband. Ja, siehst du? Ich stelle es mir gerade bildlich vor, wie wir auf der Bühne stehen und angekündigt werden. Und jetzt kommt die Popodröten-Band. Oh Gott. Und dann geht's mit Trötung rein. Oh Gott. Oh. Singen wir dann die Runkelrübe-Robmaschine. So sieht's aus. Das machen wir dann. Aber in Rock. Ich mach mit als Zweitstimme. Wunderbar, finde ich. So machen wir. Siehst du, so kommen wir dann rein. Genau so kommen wir dann rein. Beim Üben aber bitte Bohnen mitbringen. Steffen kann kein Instrument, aber Popodröte sollte funktionieren. Wäre gerne eingestiegen, aber mit dem Namen. Mit der Frontsängerin Karl-Heinz. So sieht's aus, ja. Wir sind Steffen und die Popodröte. Nächste Song heißt Stammtisch. 1, 2, 3, 4. Oh Gott, wie gut. Oh, schön. Das wär's doch. Was meinst du? Da ist aber dann schon was los, würde ich sagen, oder? Und die Quellkartoffel mit Dup-Dup. So sieht's aus, Max. Ich würde sagen, das Konzert steht, ja. Ja, würde ich auch sagen. Quellkartoffel und Dup-Dup. Erbsensuppe und Wurst. Pommes frites mit Ketchup. Und ein Bier für den Dost. Unsere Dirigentin. Oh, ihr habt eine Dirigentin. Ist schon mit dem Nerven am Ende. Haben ja in 4 Wochen Konzert. Aber Jevin macht dann nicht Headbanging, sondern Bartbanging mit dem langen Bart. So sieht's aus. Ja, wieso? Ihr könnt doch alles. Oder könnt ihr nix? Wieso könnt ihr eigentlich nix? Ihr seid andauernd zusammen und konzertet. Konzertet vor allem. Wieso könnt ihr nix? Ich dachte, ihr seid im Endgame. Eben wäre mir fast die Kavitas aus der Hand geflogen. Mein Herz. Ja, hast du dich auch erschrocken, einfach mit. Ich kann die Pausen singen. Wunderbar. Wunderbar. Weil Konzert und Feste 2 Paar Schuhe sind. Ach so, ja, das hast du recht. Hast du recht. Ja, und? Popodröte hat so viel Gas. Ich werde nicht weiß.
denke, wenn die Leute hier vorbeilaufen, denken die da unten, die rasseln alle Pferde. Ja und? Dann sollen sie es halt denken, ich will sowieso, dass ich bekloppt bin. Ah, okay. Das wissen die doch schon. Sollen sie klingeln, sollen sie reinkommen, sage ich denen die Popo-Tröte. Was passiert hier? Ach so. Oha. Oha, jetzt geht's los. Oha. Die Popo-Tröte hört mal bis auf die Gas, sagt er. Dann ist es so, gell? Chevin ist bekloppt, ist ja was ganz Neues. Hast dich zu laut erschrocken, ja. Ich hab halt das Fenster auf, gell? Wenn dann da jemand vorbeikommt, der hört halt auch alles. Oh! Michael! Du hast aber viele Punkte und gute! Hallo! Na, alles klar? Wenn das auch in AL so einfach wäre, oder? Aber ich glaube, Seiten neu reinzumachen, ist auch nicht so einfach. Und wisst ihr, was ich gemein finde? Wenn man ja nicht regelmäßig Gitarre spielt, dann verstimmt sich die Gitarre ja auch immer wieder. Das heißt, je öfter man eine Gitarre verwendet, also bitte korrigiert mich, wenn ich was falsch sage, aber je öfter ihr die Gitarre verwendet, umso besser klingt sie. Und meine, wenn ich die mal benutze, dann hat die sich nach einer Woche schon wieder verstimmt und das hat mich gestresst. Und dann hat die auch echt nicht mehr so gut geklungen. Irgendwie. Dann soll der da draußen am Fenster Primes ab reinschmeißen. Twitch Prime ist kostenlos. So sieht's aus, Ravi. Ach, die kennen doch alle nicht Twitch. Die wissen alle nicht, was gut ist. Jedes Instrument kann sich verstimmen. Wir haben ja auch Stimmzüge. Ja, ja. Was ist denn der Halsspannstab? Fokus ändern. Und die sieht schon geil aus jetzt, die Gitarre, ne? Nur ich kann da nicht mehr draufklicken. Warum? Auch immer Anpassung. Muss ich da jetzt drauf gehen? Oh Gott, oh Gott. Jede Instrumentenkategorie hat spezifische Einstellungen, die konfiguriert werden müssen. Somit wird automatisch das richtige Werkzeug ausgewählt und platziert. Okay, aber wir versuchen es einfach mal. Jetzt ist perfekt. Habe ich gut gemacht. Halsspannstab. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich hier mache, aber es ist ja nicht schlimm, ne? Weinrot, Phase abschließen. Puh, vielleicht lockst du ja durch das offene Fenster noch mehr Bandmitglieder an, dann hast du bald ein Orchester. Oh, geil. Das wäre doch mal was. Eine Gitarre muss täglich gestimmt werden. Oh. Die Verstimmung kann auch durch Qualität der Teile, Temperaturschwankungen und all sowas kommen. Wer öfter spielt, stimmt normalerweise einfach auch öfter nach. Ah ja, klar. Eine Familienband. Müsste ich überlegen, was die Maya dann macht. Also der Torben würde Schlagzeug spielen. Der hat jetzt im Urlaub das erste Mal am Schlagzeug gesessen. Der ist voll abgegangen. Also der Torben ist schon musikalisch, muss ich schon sagen. Wie musikalisch ist Jens? Ja, Jens kann Orgel spielen. Also dann praktisch Piano. Der würde also am Piano stehen. Dann müsste Maya eigentlich Gitarre lernen. Und dann hätten wir schon eine kleine Band zusammen, gell? Der letzte Feinschliff erfolgt im Proberaum, wo du das Instrument auch spielen kannst. Oh Gott. Der Proberaum kann zur Kontrolle
der fertigen Instrumente genutzt werden. Darüber hinaus kann der Proberaum, nachdem er verbessert und mit dem notwendigen Verstärker, Instrumente, Mikrofon und so weiter ausgestattet wurde, vermietet werden, um zusätzlichen Gewinn zu erzielen. Alles klar. Jetzt spiele mehr Instrument. Geht's los. Ja, das sieht aber hier nicht schön aus, ne? Ich möchte Instrument stimmen und spielen. Kann ich nur das? Oh Gott, muss ich das jetzt echt machen? Oh Gott, Chefin spielt. Jens Piano, Maya Gitarre oder Geige, Tom Schlagzeug, Nadine singt. Ja, wunderbar, Ravi. Mini kann man maximal... Oh, jetzt wird es noch okay. Kumpel hatte früher mal eine E-Gitarre, aber hatte einfach keine Zeit mehr dazu zu spielen, hat sie wieder verkauft. Oh, Alexander. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das Stimmen ist die letzte Aufgabe, um das Instrument zu vervollständigen, um es spielbereit an Ihren Kunden zu liefern. Spielen Sie jede Saite und drehen Sie den Stimmschlüssel, während er noch spielt, um die richtige Note einzustellen. Überprüfen Sie den Tuner, um ihn zu finden. Seitenton zu hoch. Du musst ihn senken. Aber hier kann ich nichts machen. Doch, Ton senken. Klick. Macht er das jetzt so? Immer noch zu hoch. Ah, jetzt. Oh Gott. Stimmgeräte. Das macht man doch normalerweise am Handy. Ich habe ein Handy-Stimmgerät. Das wäre es doch für den Stream. Gitter Hero, du musst ja nur die richtigen Farben drücken und so. Oh Gott. Weil ich mache mal den Ton für euch, lade, dass ihr mitmachen könnt. Oh, Entschuldigung. Das ist fast zu laut. Ton senken. Ich klicke die ganze Zeit links. Du musst ihn senken. Ah, okay, ich muss länger klicken. Endgame, ja. Hallo, so, gute Masche. Na, alles klar. Okay, jetzt muss ich den drehen. Okay, wunderbar. Ah ja, ja, so geht's. Das hört sich aber nicht schön an. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, soweit. Schön so. Also, ich bin fertig. Oh Gott. Spiele das Instrument. Das Spielen ist eine optionale Aktivität, daher könnte es übersprungen werden. Nein, ich möchte euch gerne quälen. Ich will euch einfach quälen. Aber der Klangfarbe der neuen Instrumente zu lauschen, würde richtig Spaß machen. Verwenden Sie die Tastatur, um den Akkord auszuwählen. Und 1 bis 6 drücken. Oh Gott. Ach du Scheiße, das wird jetzt Wahnsinn. Achtung, jetzt geht's los. Ach du heiliger Strohsack. Ich mach mal irgendwas, ich drück einfach. Ach, das sind die Akkorde. Ah, okay, verstehe. Ja, warte. Und jetzt?
Ach, Hallöchen, ich grüße dich auch, wie geht's dir? Okay, Keypad. Alle höher, alle Seiten stoppen. Okay. Ich kann Gitarre spielen, Leute. Hammer! Achtung, jetzt geht's los. Da fliegt die Hose einfach um mit, oder? Wunderschön, oder? Achtung, jetzt geht's los. Jetzt machen wir die höheren Töne. Achtung! Hammer! Oder, Leute? Also ich würde sagen, ich kann in RL auch so gut spielen. gut, mach gleich zur Arbeit, aber da wollt ihr zumindest kurz Hallo sagen. Ach schön, Harry, das freut mich. Chefin, da gibt's noch mehr Spielemodi. Jetzt rockt Chefin gleich ab und singt was. Da sieht mir glatt die Buchse aus. Du bist weibliche Jimi Hendrix, ja, das stimmt, ja. Wunderschön. Akkorde. Warte, Tasten. Ich kann aber, achso, das sind Akkorde, ja. Wieso, wie, wo? Hamme! Was gibt's noch außer Akkorde? Nee, es gibt nur Akkorde und Tasten. Man könnte also auch so machen. Ist aber nicht so schön. Warte. Jetzt will gerade nichts. Warte. Hier sind Akkorde. Warte mal, kann ich hier bei den Tasten? Okay, V kann ich drücken. Das hört sich aber nicht gut an. Also ich weiß nicht, was ihr sagt dazu, aber sauber hört sich das nicht an. Änder mal die Oktaven. Wo sehe ich denn, welche Oktave ich jetzt habe? Ah, ich sehe es. Okay, cool. Das ist das. Das ist Oktave geändert. Okay. Nee, jetzt bin ich in der vierten. Vier, fünf. Fünf geht aber nicht. Klar geht die nicht. So, vier. Das ist die vierte. Vierte. Oh Gott. Könnte man jetzt alle meine Ähnchen spielen mit den paar Tasten, die ich zur Verfügung habe? Nee, ne? Weil, wie gesagt, die ersten vier, die kann ich leider nicht drücken. Nee, die ersten fünf kann ich nicht drücken, warum auch immer. Ach doch, jetzt gehen sie. Könnte man machen, ne? Ja, genau. Ist oktavenabhängig, welche Tasten gehen. Genau, richtig. Alle meine Entchen. So hoch. Ach komm, egal. Aber ihr seht, ihr könntet spielen, wenn ihr wolltet, ne? Akkorde. Doppelt. Machen wir mal 8. Mal gucken, was jetzt passiert. Und jetzt?
Geil! Yeah! Ich kann das alles nicht mehr. Hammer, oder? Hammer. 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 Das Instrument. Wild Thing. You make my heart sing. Das hört sich gut an, gell? Hallo, Ricky. Hallo, wie geht's dir? Das Instrument wurde gebaut, also ist es an der Zeit, den Auftrag abzuschließen. Abhängig von der Zufriedenheit des Kunden erhält die Studie ein Feedback, das sich auf seine Popularität in der Stadt des Kunden auswirkt. Höhere Popularität bedeutet mehr Bestellungen und Boni beim Verkauf ihrer Instrumente. Also 2 Stunden pro Trocknung, müssen wir uns merken. Projekt abschließen. In diesem Fenster finden Sie alle Informationen über die von Ihnen zusammengebauten Teile und die gesammelte Erfahrung. Sie können auch den endgültigen Preis festlegen und das entsprechende Feedback des Kunden überprüfen. Sie müssen also den besten Kompromiss zwischen Geld verdienen und... Okay. Chefin wird jetzt nachts zum Rocken im Keller sitzen. Tolles Spiel, gell? Ach, schön, Freaky. Ist aber schön, dass du reinschaust. Und Prost. Klum. So. Mal die Musik mal wieder ein bisschen leiser. Wir haben jetzt eine Gitarre zusammengebaut für 816 Euro. Und die hat fast 3 Sterne, 2,7. So. Preis plus 3,6%. Berechne den endgültigen Preis und den besten Kompromiss zwischen dem Gewinn des Vertrauens deiner Kunden und der Steigerung der Marktbeliebtheit. Okay, die Qualität ist plus 0,7% und die Frist plus 4%. Kundentreue plus 8,3%, Beliebtheit von Marke A, Ibiza 1,7%. Und im Moment würde das so sein, dass wir unsere Gesamtkosten von 816 Euro haben, 50% Gewinn drauf und Markenbonus von 0,3%. Dann sind wir bei 1227 Euro und unser Kontostand ist dann 3610. So, jetzt muss ich mal gucken, was der Regler sagt dazu. Hier geht es immer weiter runter wegen Kundentreue, ne? Also entweder musst du dir überlegen, boah, was macht man denn jetzt? Ich meine, Kundentreue ist halt auch wichtig, ne? Aber entweder hast du einen 10%igen Gewinn. Und dann gehst du wirklich über den Preis. Dann hast du Kundentreue plus 15%. Sollen wir eigentlich machen, über den Preis gehen, ne? Und dann verdienen wir, haben wir nur 82 Euro verdient. Wenn wir auf 100% Gewinn gehen, würde er nicht noch mal zu uns kommen und unsere Beliebtheit von unserem Laden in Ibiza würde auch im Minus sein. Okay. Dadurch, dass wir jetzt auf den Preis gehen müssen, ist halt die Frage, wie hoch wir gehen, ne? Ich würde halt schon bei dem grünen Smiley bleiben. Wäre dann hier ungefähr.
Wir haben eine plus 6,3%ige Kundentreue. Würde das reichen? Mit 61% Gewinn? Wird so weit hochgehen, dass es noch im Grünen ist. Würde 50%. Ja, deswegen. Also du hast es, sagst dasselbe wie ich, ne? Aber ich wär auch hier. Ein Auftrag alle 2 Monate. Das heißt, wir sind hier noch genau im Grünen. Und wir haben auch unser... Also ich würde jetzt hier mit der 61 gehen. Ich würde mit der 61 gehen. Dann passt das. Mich irritiert nur gerade so ein bisschen das hier. Ob du dann wirklich in, also ob du dann auch hier auf die Prozentzahlen achten musst, weil hier hat er ja natürlich eine Frist plus 4%. Ihm ist aber das Geld wichtiger, ne? Aber ich glaube, hier am Ende ist die Kundentreue das Wichtige, was es ist. Mein innerer Monk sagt dann eher 60. Ich glaube, 60 ist aber genau auf dem Nupsi drauf. Ich muss auf die 61 gehen, dass er einen Auftrag wirklich alle 2 Monate uns gibt. Ansonsten hat er hier, sind wir hier in dem Bereich von dem mittleren Smiley. Das, also müssen wir müssen 61 machen. Wir müssen wir müssen auf diesen Smiley kommen. Ach so, 60 ist, warte mal. Ah nee, das geht doch noch. Ja, stimmt, da hast du auch wieder recht. Mach bloß, was mach los? Euch noch ein wunderschönes Gute und alles Liebe. Harry! Okay, dann machen wir es so. Machen wir es 60. Gut. Also das heißt, wir haben 816 Euro ausgegeben, haben jetzt einen 60%igen Gewinn, 490 Euro. Und das macht dann insgesamt 1.309 Euro, die er bezahlen muss. Ist okay. Na, können wir machen. Machen wir bestätigen. Er muss ja weniger dann zahlen, ist glücklich. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Also machen wir 60%. Und wir haben eine Kundentreue von 6,5% und unser Laden 1,3%. Oh. Ich bestätige mal. Mal gucken, was passiert. Errungenschaft. Satisfied Customer. Und ready to go. Complete the tutorial. Oh, schade. Sind wir schon fertig? Es ist jetzt 21.50 Uhr. Vielleicht ist es Zeit, Feierabend zu machen. Der Arbeitstag ist zu Ende und auch dieser Prolog endet jetzt. Oh. Du kannst selbstverständlich ein neues Spiel starten und 3 neue Gitarren mit zahlreichen Zufallskonfigurationen bauen. Wenn dir dieser Prolog gefallen hat, folge uns auf Facebook und auf unserem Discord-Server, auf dem wir Neuigkeiten zum Entwicklungsprozess veröffentlichen. Dort kannst du auch Feedback und Vorschläge posten. Wir möchten in erster Linie ein Spiel entwickeln, das mit seiner Community wächst. Deswegen ist dein Support so wichtig für uns. Bis dahin möchten wir dir dafür danken, dass du diesen Prolog gespielt hast. Wir sehen uns online. Das ist aber süß. Schade, aber man kann es sogar nochmal spielen. Mit 3 neuen Gitarren. Okay, das triggert mich jetzt ein bisschen, ne? Warte. Ich habe nämlich gesehen, ich könnte mir vielleicht den Key holen. Ich muss mal kurz gucken.